Wir wollen jetzt mal uns ansehen, wie man das Additionsverfahren direkt anwendet. Im Idealzustand haben wir hier in den zwei Zeilen vor einer Buchstabe, egal ob das das X ist oder das Y ist, vor einer Buchstabe haben wir die gleichen Zahlen mit umgekehrten Vorzeichen. Das trifft hier auf das X zu. Oben haben wir 4x, unten minus 4x. Und beim Additionsverfahren ist es nämlich so, dass wir die beiden Zeilen miteinander addieren dürfen. Und das funktioniert dann so, dass ich die beiden x zusammen addiere, die beiden ys und auch die beiden Zahlen. Und dadurch, dass die beiden x hier die gleichen Zahlen mit unterschiedlichem Vorzeichen haben, ist es nämlich so, dass die x dann wegfallen. Die Addition von 4x und minus 4x ergibt nämlich 0x. Und die Addition von 5y und 3y ergibt 8y. Das ist gleich. Jetzt auf der rechten Seite die beiden Zahlen addieren. 33 plus 7 sind 14. Und da 0 mal x auch 0 ergibt, können wir das vordere hier einfach wegkillern. Und so haben wir also hier 8y gleich 40. Und wenn wir hier nochmal durch 8 teilen, haben wir den Wert für y schon herausgefunden. Wenn wir jetzt den Wert für y herausgefunden haben, ist der Rest relativ einfach. Wir setzen den Wert y gleich 5 entweder in die erste oder in die zweite Gleichung. Ich habe mal jetzt die erste Gleichung gewählt. Und wenn man da die 5 für y einsetzt, erhält man 25 plus 4x gleich 33. Wir ziehen die 25 auf die andere Seite mit minus 25 und bekommen hier für x den Wert 2 heraus. So, jetzt nehmen wir uns mal ein zweites Beispiel vor. Wir haben hier jetzt wieder zwei Gleichungen mit x und y und wir sehen, dass diesmal die y bzw. die Zahlen vor y gleich sind, aber unterschiedliche Vorzeichen haben. Hier können wir also wieder durch das Addieren die beiden ys eliminieren, denn minus 6y plus 6y ergeben 0. So. Wir addieren also die beiden Zeilen, indem wir die beiden x hier addieren. Das macht 7x. Minus 6y und plus 6y heben sich gegenseitig auf. Und auf der rechten Seite 8 plus 62 sind 70. Und ihr seht, das y ist weggefallen. Ich habe nur noch das x übrig. Und wenn ich hier durch 7 teile, habe ich den Wert für x. Und das setze ich dann jetzt entweder in die erste oder in die zweite Gleichung ein. Diesmal nehmen wir mal die zweite Gleichung. Setzen wir also x gleich 2 in die zweite Gleichung ein. So bekommen wir für y, wenn man sich die Rechnung hier mal anschaut, einen Wert von 2 raus. X ist also 10 und y hat den Wert 2. Bei den Aufgaben bisher war das recht einfach, das Additionsverfahren anzuwenden. Es war nämlich so, dass entweder vor dem x oder vor dem y die gleichen Zahlen vorlagen mit umgekehrten Vorzeichen. Und diesen Fall haben wir jetzt bei dieser Aufgabe A nicht. Vor den beiden x haben wir unterschiedliche Zahlen und genauso beim y. Wir müssen aber, um das Additionsverfahren anwenden zu können, vor beiden Buchstaben gleiche Zahlen mit umgekehrten Vorzeichen haben. Wenn also die Zahlen vor dem x oder y nicht gleich sind bei den beiden Gleichungen, kann man aber durch Erweitern der Gleichungen dafür sorgen, dass die Zahlen vor dem x oder dem y gleich werden. Zum Beispiel könnten wir bei der Aufgabe a die erste Gleichung mit 3 multiplizieren und dann hätten wir hier 3 mal 3, 9x minus 3y gleich 15. So, wir haben also die erste Gleichung mit 3 multipliziert und die erste Gleichung wurde dann zu 9x minus 3y gleich 15. Wir haben also alles hier in der ersten Zeile mit 3 multipliziert. Warum haben wir das gemacht? Damit wir in der ersten Gleichung vor dem y eine 3 haben, eine minus 3. Und wenn wir jetzt die erste und die zweite Zeile miteinander addieren, dann würden minus 3y und plus 3y sich gegenseitig aufheben. So, jetzt addieren wir also die beiden Gleichungen 1a und 2. Und zwar addieren wir die beiden
x-Zahlen, 9x plus 2x sind 11x und minus 3y plus 3y hebt sich gegenseitig auf, macht 0 und die beiden Zahlen 15 und 7 werden auch addiert, so dass wir dann also eine Gleichung haben mit nur einem Unbekannten und 11x sind gleich 22, das heißt, wenn wir hier durch 11 teilen, haben wir dann als Ergebnis x gleich 2. Wenn man jetzt das x gleich 2 in die erste oder in die zweite Gleichung hier einsetzt, kann man noch das y berechnen. Aber so haben wir jetzt durch das Erweitern der ersten Gleichung die Voraussetzung dafür geschaffen, dass wir das Additionsverfahren anwenden konnten. Wir mussten ja hier bei dem y gleiche Zahlen vorne dran haben mit unterschiedlichen Vorzeichen. So, schauen wir uns mal ganz schnell ein zweites Beispiel an. Auch hier sind die Zahlen vor dem x und vor dem y nicht gleich. Ja, jetzt kann man sich erstmal entscheiden, will man das x hier, die beiden x-Zahlen gleich haben oder die beiden y-Zahlen, natürlich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Ich entscheide mich hier einfach mal, die beiden x-Zahlen hier gleich zu machen mit unterschiedlichen Vorzeichen. Und dazu multipliziere ich die zweite Gleichung mit 4. Ja, das hat dann das folgende Ergebnis. Die erste Gleichung bleibt, die zweite Gleichung, da wird alles jetzt mit minus 4 multipliziert und wir haben dann hier natürlich minus 36. Und jetzt kann man, da die beiden Zahlen vor dem x gleich sind mit unterschiedlichem Vorzeichen, das Additionsverfahren anwenden. Und wenn man jetzt die beiden Zeilen addiert, dann sieht man, dass die beiden x hier wegfallen und die beiden y hier zusammengefasst ergeben 14y gleich minus 14, 22 und minus 36 zusammengefasst ergeben nämlich minus 14. Wenn ich alles durch 14 teile, habe ich also y gleich 1. Und wenn ich die y gleich 1 in die erste oder in die zweite Gleichung einsetze, bekomme ich noch für x den Wert 5 heraus. Ja, das ist das Additionsverfahren. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Danke fürs Zugucken.